Ja, das Auto, das ich für euch heute dabei habe, das kann man mit Fug und Recht als polarisierend bezeichnen, würde ich sagen. Die einen sagen, das ist die Krone der automobilen Schöpfung. Das ist einfach unglaublich, wie sehr dieses Performance-SUV die Grenze der Realität verschiebt. So weit nach hinten, dass man selbst nicht mehr an seine eigene Wahrnehmung glaubt. Das ist der Gerät schläft nie, der Gerät wird nie müde. Der Gerät ist immer ein Geschäft vor die Chef. Und die anderen sagen, dieses Auto passt überhaupt nicht mehr in die Zeit. Das ist ein Dino. Performance-SUVs mit 600 PS Verbrenner braucht keiner mehr. Wenn dann voll elektrisch, was soll das? Und jetzt zeige ich euch mal, was ich dabei habe. Das ist der Audi RSQ8. In aller Kürze, dieses Auto ist nicht nur 5 Meter lang, sondern es wiegt auch 2,4 Tonnen, hat 600 PS, V8 Biturbo, beschleunigt auf 305 km/h und ist in 3,8 Sekunden auf Tempo 100. Hur! Und kennt ihr dieses Video, wo dieses Kind hinten beim Vater im Auto sitzt und sagt: Daddy, Daddy, is this real life? Und der Vater so: Hä? Es ist ein Kind? Und genauso ging es mir, als ich dieses Monster, dieses Performance-SUV gefahren habe. Das übrigens auch Matthias Malmedy genau so hatte. Ich habe selbst nicht mehr an meine eigene Wahrnehmung geglaubt. Und wollt ihr alles zu diesem Performance-SUV-Panzermonster wissen, dann bleibt jetzt dran. Wir werden nämlich den ganz genau außen anschauen. Wir werden Launch Control Start machen. Wir werden natürlich ballern damit. Wir werden auf die Autobahn gehen. Wir werden in den Innenraum gehen. Kofferraum, Rückbank, preislich, Wettbewerbsumfeld. Schauen, ist es eigentlich nur ein Lamborghini Urus für Arme? Was gibt es noch im Segment? Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt jetzt dran. Und wenn euch das gefallen haben sollte, was ihr hier seht, dann abonniert genau diesen Kanal. Ich bin der Jan, euer Performance-SUV-Tester des Vertrauens. Und dann geht es jetzt auch los mit mir und diesem Panzer, der mich nachts nicht mehr schlafen lässt. Kommt mit. Ja, kleiner Kuss am Anfang, nicht nur fürs Auto, sondern auch für die Jungs von GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen Leasing-Angebote unter den etablierten Leasing-Anbietern und suchen für euch den garantiert besten Preis. Heißt, sie machen euch das Leben einfach. Wer euch das Leben auch einfach macht, ist der RSQ8. Naja, mal vorausgesetzt, ihr habt mindestens 127.000 Euro. Noch einfacher mache ich es euch ehrlicherweise, weil ich werde euch jetzt in der Historie erstmal erklären, wo das Auto herkommt, wo es hingeht, was es noch so gibt im Wettbewerbsumfeld. Und naja, 2018 war ich mit dem Q8 in der Atacama-Wüste. Da hat Audi erstmal erzählt, für den Q7 haben wir eine Coupé-Version, die brauchen jetzt alle, die ist ähnlich praktisch, sieht nur noch viel besser aus. Und das war einer der schönsten Tage in meinem Leben, weil dieses Auto durch die Wüste fahren war wunderbar. 2019 kam dann die RS-Version hiervon. Es gibt auch eine S-Version, die erst ein Diesel war, jetzt ein 507 PS starker Benziner, auch mit dem V8, nur halt ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger PS, ein bisschen weniger Drehmoment. Aber dazu kommen wir später. Ja, und jetzt darf ich dieses Auto endlich fahren. Der Motor, der hier drin wohnt, ist der gleiche, der auch im R6 oder im vom Kai Pflaume gefahrenen R7 wohnt. Und um das Ganze so ein bisschen umweltpolitisch sinnvoll zu machen, hat dieses Auto eine Zylinderabschaltung, eine Mildhybridisierung bekommen. Aber irgendwie ist das halt für viele dann auch so, wie wenn man McDonald's geht und sagt: 18 Chickenburger bitte und eine kleine Cola Light, damit ich nicht dick werde. Was überraschend ist, ist jetzt natürlich, dass es solche Autos noch gibt. Audi gibt sich sehr viel Mühe, ne? Mit dem e-tron, e-tron GT, die S-Version, die Coupé-Version.
Aber der Weltmarkt schreit eben nach Performance-SUVs. Und dann ist es natürlich eine große Frage, soll man es anbieten oder nicht? Hersteller verdienen mit den Autos viel Geld. Und das seht ihr daran, dass im Volkswagen-Konzern natürlich auf der großen Plattform nicht nur der Tiguan eine Performance-Variante, der Touareg eine Performance-Variante hat. Nee, es gibt ja auch den Porsche Cayenne Coupé als Turbo. Ne? Es gibt den Lamborghini Urus. Für viele ist das hier ein Lamborghini Urus für Arme. Würde ich jetzt niemals behaupten. Bentley Bentayga. Aber selbst extern, ne, hat sich, glaube ich, Ferrari inzwischen auch entschieden, SUV-Coupé zu machen. Maserati hat den Levante. Ja, BMW hat X5, X6 M, die ich auch vorgestellt habe, in den USA. Mercedes hat den GLS AMG. Unglaubliche Autos allesamt. Und selbst Aston Martin baut jetzt mit dem DBX, glaube ich, ein 550 PS starkes SUV-Monster, das dann 2,2 Tonnen wiegen soll. Ist schon krass. Und letztendlich bin ich dafür da, euch zu sagen, welches Performance-SUV jetzt besser ist. Und die Leute, die euch sagen, dass man sowas umweltpolitisch nicht machen sollt, also dass ihr das nicht machen sollt, das sind andere Leute. Ne? Deswegen machen wir das jetzt einfach heute mal nicht. Heute haben wir einfach noch ein bisschen Spaß und sind froh, dass wir sowas noch fahren dürfen, weil ich glaube, so lange wird das dann gar nicht mehr gehen. Deswegen vielleicht kleiner Geheimtipp, kauft euch den noch, ne? Schnell, so schnell ihr könnt, solange es sowas noch gibt. Und jetzt sprechen wir über die Optik. Dieses Auto ist, glaube ich, also manche haben geschrieben, das wird wahrscheinlich auf lange Zeit die größte Single-Frame-Kühlergrillmaske sein und die schnellste, die es jemals gibt. Das Auto ist 5,1 Meter lang, ist genau 2 Meter breit, 1,69 Meter hoch und damit ein unglaublicher Panzer, sind wir mal ehrlich. Ja? Ich finde den Q8 schon schön, ich finde den SQ8 eigentlich noch schöner und den RSQ8, ja, der treibt mir nachts so ein bisschen den Lusttropfen aus meinem Glied. Darf ich das sagen? Ich glaube schon. Ich darf ja auch mal einfach nur Autofan sein. Und jetzt schauen wir den vorne an. Erstmal schaut euch diese unmenschlich große Single-Frame-Maske an. Wir haben hier das schwarz glänzende Carbon-Paket drauf für 3.300 Euro. Heißt, die ganze Maske hier kommt in Carbon. Hier unten im Stoßfänger haben wir dann noch Carbon, was großartig ist. Dunkle Ringe, dunkle Typbezeichnungen. Hier vorne die Sensoren für den Radar. Unglaublich. Also 3.300 Euro kommt nochmal dazu. Matrix-LED-Licht haben wir hier drauf, kostet eben nochmal, glaube ich, 1.300 Euro. Wunderschön, macht so eine Begrüßungsorgel, verabschiedet sich, sorgt irgendwie dafür, dass wir immer mit Fernlicht fahren können. Heißt, Gegenverkehr wird eben ausgeblendet, Schilder werden angeblendet und von vorne hier mit diesem großen Boomerang hier drin, mit diesen riesigen Lufteinlässen und vor allem mit dem dunklen Ton hier und mit dem Florettsilber hier, was auch nochmal 1.000 Euro kostet, die Lackierung. Ist schon schön, ne? Ich privat bin ja eigentlich eher so der R6, R7 Typ. Ich würde mir kein SUV kaufen, aber ich kann es ja trotzdem mal bewerten. Und jetzt sind wir hier und schaut mal, ich bin 1,88 groß und Jesse hat neulich gesagt, 22 Zoll Felgen, gibt es denn sowas? Ja, stimmt, gibt's. Hier sind 23 Zoll Felgen drauf. Die kosten nochmal natürlich extra und 22 Zoll sind Serie. Die hätte ich mir jetzt noch dunkel gewünscht, dann wäre es nochmal pornöser hier drin. Und im Profil kann ich euch jetzt hauptsächlich optisch eigentlich zeigen, dass die Dachlinie ein bisschen abfällt, dass wir einen riesigen Dachkanten-Spoiler da hinten haben, hinten abgedunkelte Scheiben, schwarze Umrandung um die Fenster oder hier auf der Seite auch einfach Carbon-Spiegelkappen, die halt mega geil sind. Aber eigentlich bin ich eher so der Typ, der Boy, wie Money Boy, der euch erklärt, warum dieses Auto trotz seiner 2,4 Tonnen so monströs auf der Straße liegt. Erstmal haben wir das drin, worauf Audi stolz ist. Der Quattro Allradantrieb, mit dem sie der Legende nach selbst mal eine Skisprungschanze hochgefahren sein sollen. Bedeutet, Motor ist vorne, das Motörchen, ne? Und bekommt über eine Lamellenkupplung Kraft nach hinten. Bis zu 85% der Kraft bekommen wir nach hinten, bis zu 70% der Kraft nach vorne, was sehr flexibel ist. Und dann ist immer die große Frage nach Fahrwerk und Federung. Hier drin ist jetzt eine Luftfederung und das sagen manche, oh Gott, oh Schreck, Luftfederung, funktioniert das? Nickt der da nicht sehr? Wankt der da nicht sehr in der Kurve? Theoretisch ja, aber ihr bekommt das
13.000 Euro teure Dynamic RS Dynamic Paket hierfür. Da habt ihr dann unter anderem diese 10 Kolben, 440 mm Durchmesser Keramikbremse hier drin. Die gibt's da inklusive, die ist mega geil, eigentlich was für die Rennstrecke, aber hey, wer hat, der hat, ne? Und wer kann, der kann. Ja, und dann bekommt da ein Sperrdifferenzial noch an der Hinterachs. Und was sehr wichtig ist, um eben die Wankneigung der Luftfederung auszugleichen, ist die Wankstabilisierung EWS oder so, also eine elektrische Wankstabilisierung. Was die taugt, sehen wir später. Und in dem Paket ist noch inbegriffen, dass dieses Auto nicht nur 250 oder 280 km/h schnell wird, nee, 305 km/h wird es dann schnell. Aber es ist auch so ein bisschen Fahrwerkstechnik serienmäßig drin und das ist eine Allradlenkung. Was macht eine Allradlenkung? Die sorgt eben dafür, dass die Hinterachs mitlenkt. Allradlenkung eben logisch. Heißt, bei schnellen Geschwindigkeiten lenken die Räder hinten in die Richtung der Vorderachs und wir haben eine höhere Spurstabilität und bei langsameren Geschwindigkeiten entgegengesetzt. Das heißt, wir haben einen Wendekreis von nur knapp 12 Meter, was für dieses Dickschiff halt natürlich unglaublich gutes Sperrdifferenzial an der Hinterachs. Wofür ist es wichtig? Naja, fahren wir in die Kurve, dann ist das kurvenäußere Rad mit ein bisschen mehr Drehmoment versehen. Das Innere könnte theoretisch leicht abbremsen und oder. Und dafür haben wir dann halt viel höhere, ja, Kurvengeschwindigkeiten, die möglich sind. Und jetzt schauen wir dieses Auto mal von hinten an. Ich glaube, niemand von euch wundert es wirklich, dass der 3,5 Tonnen an Haken nehmen kann. Ne? Was sehr schön ist bei dem Auto, aber auch schon beim Stangen Q8 klingt so vermessen, ist diese Rückleuchte hier, OLED-Technologie mit durchgängigem Lichtband. Ja, und hier oben haben wir hier diesen Lamborghini Dachkantenspoiler für Arme, für manche, für mich genau richtig. Und hier dunkle Ringe, Carbon hier als Einleger drin. RS Q8 steht hier, die Audi Sport Raute da vorne. Und dann, was ist noch typisch beim Heck? Genau, dieser Diffusor, der aussieht, als wäre er von so einem Ferrari abgeschraubt, in Carbon hier unten. Und RS heißt einfach auch ovale Endrohre. Schaut mal noch ins andere rein, heißt einfach, wir haben hier eine 1400 Euro teure Sportabgasanlage zusätzlich noch drauf. Seht ihr auch dunkle Töpfe hier, ne? Aber was ihr jetzt machen sollt, ist da stehen bleiben. Ich spring mal rein in die Mühle, werft den euch an und dann schauen wir mal, wie der klingt, trotz Otto-Partikelfilter. Bis gleich. Und damit kann man sich schon sehen lassen, oder? Was wir jetzt natürlich noch machen wollen und müssen, ja, ist über den Kofferraum sprechen. Weil ich würde immer sagen, eigentlich wollen doch alle von uns da draußen, naja, ein R6, R7 fahren. Aber es gibt natürlich Gründe für dieses Auto. Mehr Platz im Innenraum, größerer Kofferraum, bequemerer Einstieg, mehr Übersicht über die Straße. Und jetzt seht ihr mal hier, man kann dieses Auto hoch und runter hieven. Zum Beladen könnte man es dann ganz runterfahren theoretisch und im Gelände zum Beispiel ganz hoch. Die Luftfederung hat ein Spiel, wir können das Auto 5 cm von der Basis hochfahren im Gelände oder 4 cm runter zum Beladen, was gut ist. Und jetzt haben wir hier ja, 500 bis 1600 Liter etwa Kofferraumvolumen und das ist riesig. Hier so ein Allmann-Netz, ne, wo der Allmann da hinten dann auch was verstauen kann, damit es nicht rumfliegt beim Fahren.
Doppelter Ladeboden ist dann nochmal hier drin. Ja, und wenn ihr dann unbedingt das wollt, könnt ihr auch noch die Rückbank umklappen. Aber sehe ich jetzt nicht, wie es von hinten funktioniert. Deshalb lassen wir das jetzt einfach mal weg, weil das wäre so gar nicht Matthias Malmedy-like. Rückfahrkamera haben wir hier noch. Was ich jetzt mit euch mache, ist einfach mal auf die Rückbank springen. Kommt mal mit. So, kein Glasdach hier drin, sondern einfach nur mega geilen Alcantara-Himmel. Hier haben wir die Leuchten. Mach ich mal an, dass ihr mehr seht. RS steht hier selbst im Nacken auf den billigen Plätzen da hinten. Von billig zu sprechen klingt fast schon echt arg vermessen. Dann haben wir hier ja, so einen Cupholder, was Cooles. Und einfach wunderschöne Wabenstruktur, rote Ziernaht. Hier hinten Sitzheizung natürlich, wie könnte es auch anders sein. Ne? Hier hinten Klimaautomatik, USB-Stecker hier. Sitze sehen von hier gut aus, in der Tür drin Carbon und ich glaube, das ist Alcantara. Und unten Bang & Olufsen Anlage hier drin. Mega viel Platz habe ich natürlich. Ich kann die Rückbank auch in der Länge verstellen, also verschieben, genau das, was man will. Schaut euch das mal an, das ist mega gut, das kann man dann auch mit der Seite hier machen. So, wieder runter. Und jetzt muss ich euch doch mal hier die Rückbank umklappen. So, und so hätte man dann zum Beispiel hier die Möglichkeit, Skier durchzureichen. Heißt, man kann also mit dem Auto auch wunderbar Skifahren. Aber ehrlicherweise fühle ich mich immer so ein bisschen noch älter, noch spießiger, als ich wirklich bin, wenn ich bei so einem Auto dann zu viel über Kofferraum und Rückbank spreche. Was ich jetzt mal machen will, ist einmal durchatmen und über diesen V8 Monstermotor sprechen. Schaut ihn euch einfach mal kurz an, Gedenksekunde, ich bin mal kurz ruhig. Ja, und jetzt, was kann der? V8, einer der letzten seiner Art, 4 Liter, Biturbo. Ja, das Auto wiegt 2390 Kilo, ganz genau 700 Kilo können wir zuladen. Und der Motor, ne, R6, R7, hat den auch drin, sind wir schon gefahren, der ist einfach brachial. Unglaubliche Kraftentwicklung. 600 PS, 800 Newtonmeter, damit beschleunigt er in 3,8 Sekunden auf Tempo 100, wird 305 km/h schnell. 250, 280 und 305 km/h sind die Abstufungen, die ihr dann optional buchen könnt. Also 250 km/h wird da immer schnell. Normverbrauch liegt bei 12,1 Liter. Und jetzt ist es ganz interessant, weil es ist ja umweltpolitisch eh schon ein schwieriges Thema, so ein großes Auto mit so viel Kraft zu fahren. Also hat Audi gesagt, wir machen eine Zylinderabschaltung hier rein. Was Gutes heißt, der kann zwischen 55 und 160 km/h segeln. Wir haben auch eine Erweiterung dadurch der Start-Stopp-Funktion. Das heißt, wir rollen dann aus, wenn wir an der Ampel rollen, im richtigen Modus natürlich. Und wir haben das 48 Volt Bordnetz da drin, also eine Mild-Hybridisierung. Und insgesamt soll das dann 0,8 Liter auf 100 Kilometer sparen. Was Gutes, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Plug-in-Hybriden oder mit einem reinen Elektromodell. Aber wir bekommen ja im Q8 auch einen Plug-in-Hybriden inzwischen, der auch sehr spannend ist. Den muss ich euch eigentlich unbedingt mal vorstellen. Was ich euch vorgestellt habe, ist die 507 PS Variante als SQ8. Der ist der gleiche Motor drin, nur mit weniger PS. Ich glaube 30 Newtonmeter weniger Drehmoment. Der braucht 4,1 Sekunden auf Tempo 100. Ja, ist auch ganz nett. Übrigens, wenn ihr die MBMWs sehen wollt, könnt ihr das auch bei mir in den Reviews. Ich mache euch eine Beschreibung da rein. Das war's zum Motor, aber jetzt kommen wir zu der Sache, wo ich wirklich der Gerät bin, weil am liebsten fahre ich die Autos, bis es soweit ist, bis wir ein Launch Control machen, V-Max, Beschleunigung 0-100, werde ich euch schnell noch den Innenraum zeigen und dann ganz bestimmt fahren wir los. Kommt mit. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Manchmal muss ich mich irgendwie selbst kneifen, dass ich in so einem 180.000 Euro Schiff sitzen darf. Schon ein bisschen surreal. Ist das real life? Wer weiß es schon. Aber euch interessiert ganz bestimmt, was ist hier drin exklusiv? Zum einen ist es natürlich dieses Carbon-Zier-Element, was sich bis in die Tür durchzieht oder hier in der Mittelkonsole auch drin ist. Wir haben hier einen Alcantara-Himmel, wir haben ein RS-Alcantara-Lenkrad hier. Schaut euch das an, unten abgeflacht, wunderschön. Und wir haben die RS-Sportsitze hier mit Rautensteppung drin, perforiertem Leder, rote Naht.
roter Gurt hier, also die Umrandung ist rot, die Einstiegsleiste da unten, da steht drauf. Ihr Mobiltelefon befindet sich mit RS Q8, mein Handy ist hier auch drin, was lustig ist. Jetzt mache ich euch den mal an, also nur die Zündung. Hört ihr das? Na, das habt ihr euch jetzt in dem Auto für 130.000 Euro erkauft. Und jetzt habe ich hier eine Ausstattungsliste drin, die so ein bisschen erklärt, wie wir auf die 172.000 kommen. Also hier drin ist zum Beispiel die Akustikverglasung für die Scheiben vorne. Wir haben Assistentpaket Start, Assistentpaket Tour, Audi Music Interface, Audi Phone Box, die haben wir dann hier, heißt, hier könnt ihr eure Handys oder euer Handy reinlegen. Ihr habt da noch einen kleinen Lappen fürs MMI da vorne. Wir haben ja Memory-Sitze zum Beispiel hier drin, Außenspiegel in Carbon, Bang & Olufsen-Anlage, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Dekoreinlage Carbon, Head-Up-Display und so weiter und so fort. Ich könnte ewig so weitermachen hier. Unglaublich viel drin. Was ich euch jetzt allerdings zeigen will, ist, wie schön das hier vorne mit Leder bezogen ist. Der rahmenlose Spiegel hier drin ist ja fast schon italienisch, mit einer extrem hohen Portion Verarbeitungsqualität. Quattro steht hier drin. Wir haben hier wunderschönes Ambiente-Licht nachts. Das ist schon gut. Aber euch interessieren natürlich wahrscheinlich technischere Dinge, wie dass dieses Lenkrad hier einen Motor hat. Man kann es hoch und runter fahren. Und wenn man jetzt mal hier vorne drauf drückt, dann sieht man über die View-Taste, was wir hier machen können. Wir haben hier in der Mitte drin dann diesen Hockeyschläger. Wir können uns die Drehzahl auch nach außen anzeigen lassen, Leistung, Drehmoment nach außen, können da drin dann auch durchspielen, Verkehrszeichen, Assistenten, Langzeitspeicher, Verbrauch. Bin vielleicht ein bisschen schnell gefahren, jetzt ist nicht repräsentativ. Und dann haben wir hier den RS-Mode, was halt geil ist. Drückt man einfach drauf, RS1 und RS2 kann man sich konfigurieren. Und das ist natürlich jetzt mega geil, weil hier ist das MMI, das ist so das Heiligtum der Ingolstädter. Weil zwei Ebenen, da oben alles fürs Infotainment, da unten alles wie Sitzheizung, Sitzkühlung hier für die Sitze und eben ja die Klima hier drin. Dann haben wir hier den Drive Select Schalter und da wird es jetzt hier schon interessant. Drive Select drückt man hier drauf. Was haben wir? Offroad. Da fährt dieses Auto dann bis zu 5 cm hoch. Allroad haben wir hier. Jetzt war ich zu langsam. Da fährt es dann auch ein Stück hoch. Efficiency fährt es runter, um Luftwiderstandswert zu reduzieren. Komfort. Auto haben wir hier und jetzt RS1-Modus können wir dann sehen, was wir hier konfigurieren können. Also den Antrieb, das Fahrwerk, die Lenkung, den Sound und das Quattro Sport Differential. Kann man dann einstellen, drückt hier einfach drauf und alles ist gut. Kameras hier, natürlich haben wir Kameras in alle Richtungen. Von oben, von der Seite, seht ihr das, könnt ihr hier drin dann auch rumwischen. Das ist schon mega interessant hier. Und dann haben wir hier die Assistenten noch drin. Da müssen wir wieder zumachen. Assistenten, Einstellung, Tempowarnung, Ampelinformation, adaptive Fahrassistenz, Abstandswarnung, Audi Presence, Spurwechselwarnung, Spurverlassenswarnung. Es gibt also richtig viel hier drin. Schaltpedal am Lenkrad hier für die Achtgang, Automatik, RS-Fußmatten hier drin. Ist schon alles wirklich à la Bonheur. Wir haben hier auch viel Staufläche. Hier ist dann übrigens der Schlüssel drin. Ja, da haben wir noch ein Handschuhfach. In der Tür haben wir noch Platz. Aber das ist ja alles so ein bisschen Allmann-Zeug. Was hier vielleicht noch interessant ist, das MMI. Die Kacheln können wir hier verstellen. Wir haben noch einen Drehregler hier. Ja, und haben dann hier verschiedene Apps, aber ich habe euch das jetzt alles schon so häufig vorgestellt, dass wir das hier vielleicht einfach mal skippen und jetzt geht es einfach nur darum zu fahren. Komm mit. Ja, jetzt kommt meine Lieblingssequenz in den Reviews, das Fahren. Ich möchte hier mal vielleicht den RS1-Modus reinmachen, ein bisschen Gas geben. Ja, klingt schon ganz gut, ne? Jetzt mache ich hier mal das ESC aus. Jetzt ist es aus. Und jetzt kommt eigentlich meine Spezialdisziplin in den Videos. Ich kann die sehr gut immer mit einem Launch Control Start beginnen. Würde ich auch sehen wollen. Also, was machen wir? Anhalten, Straße ist frei, Bremse treten, links, rechts, Gas von der Bremse. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ah.
Alter, so schnell sind wir auf 100. Das müssten jetzt tatsächlich ja, 3,8 Sekunden sein. Ich mache jetzt hier die Stabis wieder rein. Das ist wichtig, ich habe einen kleinen Bildungsauftrag. Und jetzt habt ihr schon was Krasses gemerkt. Das Outdoor geht ja nach vorne ohne Ende. 800 Newtonmeter Drehmoment. Und er ging vorne mit der Schnauze leicht hoch. Klar, der wiegt ja auch etwa 2,4 Tonnen. Jetzt machen wir das Ganze vielleicht mal bremsen. Schaut euch die Bremse an. Wirkt surreal, ne? Ohne Launch Control. Schauen, was dann passiert. Alter. Ja, 100, so schnell sind wir da. Und jedenfalls, die Wankstabilisierung hier drin funktioniert eben so gut, dass der nicht stark nickt beim Losfahren oder beim Bremsen, dass der ja hauptsächlich auch nicht stark in der Kurve wankt. Was man allerdings gemerkt hat, jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, beim Launch Control, sondern beim normalen Start, ist, dass der sich so eine Gedenksekunde gibt. Aber jetzt machen wir mal einen kompletten Stilbruch. Wir schalten hier durch die Ortschaft in den Komfortmodus und was merkt man? Naja, die Lenkung wird ein bisschen leichtgängiger, die Luftfederung wird weicher, die Gasannahme wird zurückhaltender, der Sound wird ein bisschen mehr alltagstauglich, ja, die Schaltzeiten verändern sich leicht und dann kann man hier ganz komfortabel durch die Ortschaften fahren. Das Einzige, was natürlich passiert ist, die Leute schauen einen so ein bisschen an und denken, Alter, was ist denn das für ein SUV-Panzer? Klar, an die Ausmaße muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber lustig ist ja auch bei dem R8 zum Beispiel als ein meiner Lieblingsmodelle auf dem Markt haben wir ja die Thematik, das ist vielleicht der alltagstauglichste Supersportwagen und hier würde ich sagen, das ist wahrscheinlich, naja, somit das alltagstauglichste Supersportwagen-Performance-Modell hier. Und jetzt kommen wir hier auf die Performance-Strecke von mir. Wie wird es anders funktionieren? Und ja, jetzt schalten wir vielleicht mal hier nochmal in den Dynamic-Modus, weil wir hatten ja die RS-Modi hier drin und schauen mal schnell, was der hier kann. Dafür überholen wir mal schnell. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die Straßenlage von diesem 2,4 Tonnen Koloss an. Und jetzt ist es beeindruckend, weil schaut mal, wie der hier klebt. Wenn mir das jemand gesagt hätte, echt vor 5 Jahren noch, dass SUVs mal die Möglichkeit haben, ähnlich krass auf der Straße zu kleben wie so ein 911er. Boah, dann hätte ich es nicht geglaubt, weil dieses Auto ist groß, es wiegt viel, das ist krass. Woran liegt das jetzt? Das kann ich euch eigentlich sehr gut zeigen. Erstmal machen wir vielleicht nochmal einen Launch Control Start, solange die Straße frei ist. Heißt, ich mache hier die Stabis aus, mache den Launch Control mit euch und dann erkläre ich euch, warum der hier so toll auf der Straße liegt. Alter! Ja, der geht nach vorne ohne Ende. Bei 100 muss man halt nur dann aufhören. Ich muss euch jetzt einfach erzählen, warum der so gut auf der Straße klebt. Also, eine Luftfederung ist ja erstmal im Grunde ein Zeichen für sehr viel Komfort, ne? Und was macht man, dass die Luftfederung genau die positiven Eigenschaften mit den negativen verbindet? Ja, genau. Eine Wankstabilisierung ist hier drin. Wir haben außerdem ein Sperrdifferential hinten, den Quattro Allradantrieb, der 70% der Kraft nach vorne und 85% nach hinten bekommt. Und damit haben wir hier halt ein Dynamikmonster, was wirklich richtig viel Spaß macht. Die Lenkung hier progressiv, sehr gut. Da hat Audi Sport auch echt gearbeitet, funktioniert einwandfrei. Wir haben ja auch, ja, würde ich sagen, die Allradlenkung, die bei höheren Geschwindigkeiten unterstützt, bei niedrigeren Geschwindigkeiten dann für einen besseren Wendekreis sorgt. Und dann werden wir hier drin 305 km/h schnell, was einfach nur Berserker-mäßig schlecht ist. Keramikbremse hier drin ist unnormal, unmenschlich gut, wirklich unmenschlich gut. Und dann kann man dieses Auto ja natürlich blitzschnell hier, schaut mal hier, RS-Modus, in den RS-Modus schalten. Und schaut mal, wie der nach vorne geht. Kleiner Kritikpunkt, es dauert so gefühlt, wenn man jetzt Gas gibt hier, 3, 2, 1 und dann kommt er erst. Dann kommt der Biturbo und katapultiert uns nach vorne.
Und ja, wenn man ganz schnell in eine Kurve fährt, dann schiebt er natürlich auch so ein bisschen über die Vorderräder. Wenn man ganz schnell in eine Kurve fährt, kommt erst das Heck. Aber die Sicherungssysteme fangen einen dann wieder gut ein. Wenn man die Lenkung dann ganz brutal einschlägt, bremst er auch leicht. Schaut mal hier. Aber natürlich, wenn man dieses ganze Spiel zu schnell macht, dann sind halt auch die Grenzen erreicht, weil das Auto halt einen eher hohen Schwerpunkt hat als ein RS6, RS7. Aber das ist dann einfach so. Und ja, wer es dynamischer will, R6, R7. Aber für ein Performance-SUV in der Größe, was dieses Auto hier drauf hat, hätte ich ganz lange Zeit nicht für möglich gehalten. Da hinten kommt ein Auto. Ihr schaut euch jetzt mal hier die Rückfahrkamera an. Oh, und jetzt hat er uns gewarnt. Ist was Interessantes passiert, weil hinten war noch Querverkehrwarnung drin. Schaut euch den Sonnenuntergang an und ich zeige euch eine interessante Sache. Drive Select schalten wir jetzt mal hier dann vielleicht auf effizient und ich erzähle euch, was der Motor noch drin hat. Eine Zylinderabschaltung heißt, zwischen 55 und 160 km/h könnt ihr einfach segeln. Wir haben 48 Volt Bordnetz, heißt, der rekuperiert auch, speist einen kleinen Akku, der dann wieder beim Anfahren unterstützt. Und es soll 0,8 Liter Sprit sparen auf 100 Kilometer. Mit 12,1 Liter ist er angegeben. Wir haben den auch tatsächlich mit 13 Liter gefahren. Wir haben allerdings auch mal 25 gebraucht, wenn wir so gefahren sind, wie ich das mache. RS-Modus rein, 8-Gang-Automatik von ZF natürlich hier drin. Ein unmenschlicher Sound, ein unmenschliches Auto. Und ich muss mich hier wirklich in meine dicke Backen kneifen und sagen, alter Jan, das ist ein SUV, aber der fährt sich eigentlich wie ein hochgebockter R8. Unglaublich, dass es funktioniert. Unglaublich gut, Audi. Chapeau. Was ich jetzt machen will, ist noch eine Sache, get safe sagen. Jessie hat mir geflüstert, get safe. Was ist das? Ja, die Jungs wissen halt, wie ich fahre, kennen meine Leidenschaft für Sportwagen und sagen, hey Jan, eine Versicherung, das wäre doch für dich genau das Richtige. Wir haben eine App. Wir vergleichen Versicherungen nicht, sondern nochmal. Ja, aber Jessie hat mir gerade Get Safe zugeflüstert, ist unser Kooperationspartner. Die wissen natürlich, wie wir fahren, was machen die. Das ist ein Startup. Ja, die bieten Kfz-Versicherungen an, haben eine App ohne Papierkram. Schaut da gern vorbei. Perfekt für so chaotische Menschen wie mich. Bis Ende November könnt ihr ja noch eure Kfz-Versicherung wechseln. Aber jetzt fahren wir zurück auf unser Parkdeck und ich werde euch mit meiner Mütze wieder ein Fazit zaubern. Komm mit. Kommen wir zum Fazit. Daddy, Daddy, is this real life? Und ich sage euch was, ich habe ja natürlich gelesen, ja, dass dieses Auto den Rekord für Performance-SUVs auf der Nordschleife innen hat mit 7,42. Und dann bin ich zum ersten Mal gefahren und habe gedacht, Alter, ich glaube, etwa in dem Jahr, in dem ich geboren bin, war 911er GT3 so schnell auf der Nordschleife. Und warum ist der jetzt so schnell auf dieser, ja, wahrscheinlich anspruchsvollsten Strecke der Welt? Ganz einfach. Das liegt nicht nur am brachialen 600 PS V8. Dieses Auto ist ja mit 2,4 Tonnen tendenziell sehr schwer, sehr groß. Nee, wir haben hier drin Fahrwerkstechnik mit der Luftfederung, der Wankstabilisierung, dem Allradantrieb und all den Dingen, die ich euch erzählt habe mit, ja, dem adaptiven Fahrwerk, mit der Allradlenkung, mit dem Sperrdifferenzial hinten, mit der Keramikbremse, die dieses Auto halt zum Sportwagen macht, wenn man will. Und auf Knopfdruck ist der komfortabler Daily Driver mit vielleicht ein bisschen zu großen Ausmaßen für so ein Parkhaus in der Stadt. Dieses Auto kann einfach alles. Ne? Jetzt bin ich eher der Typ, der sich eher ein RS7 kaufen wird, weil ich die Ausmaße nicht brauche, aber der Weltmarkt will das. Weil wir haben natürlich mehr Platz hier drin, wir sitzen höher, wir haben vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit dadurch. Und ja, ganz am Ende vom Tag ist es natürlich auch ein vorne 2 cm, hinten 1 cm breiterer Statushobel, was die Leute einfach wollen. Ob das jetzt umweltpolitisch Sinn ergibt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich kann euch einfach nur sagen, dass es der Gerät ist und es ist ganz bestimmt kein Lambo für Arme, sondern der ist mindestens gleich gut, aber alle Modelle, die auf der Plattform stehen, sind halt sehr gut. Ein bisschen dynamischer ist der Lambo natürlich, ein bisschen dynamischer ist der Cayenne, aber da sprechen wir über so kleine Nuancen, vergesst es einfach. Was keine kleinen Nuancen sind, ist der Preisaufschlag vom normalen Q8 zu dem hier. Dieses Auto hier beginnt bei 127.000 Euro. Niemals werde ich so viel Geld
für ein Auto übrig haben, schon gar nicht für ein SUV. Aber damit ja nicht genug. Mit den ganzen Spielereien, die hier drin sind, die ich euch ja teilweise alle vorgestellt habe hier und hier, landen wir bei 172.170 Euro. Und das werde ich sowieso nie haben. Aber es gibt halt da draußen eine betuchte Klientel, die dieses Geld hat und die dieses Auto will. Wer dieses Auto ganz bestimmt auch im Leasing hat, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Da findet er dann genau den oder den R6 oder den RS7, schaut da gern vorbei. Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen, ähnlich wie Check24, genau den richtigen Preis und den besten Preis für euch raus und sind deshalb unser Kooperationspartner. Ich bin euer Kooperationspartner, weil ich Autos einfach liebe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal. Macht mich froh und bis bald.